hat mir die Godpacks gegeben. Er hat mir die Godpacks gegeben. Was die nächste alternative Karte. Ein Hit nach dem anderen. Schaut euch diese Karte mal an. Wie geil ist das, Mann, Leute? Das kannst du keinem erzählen. Das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Der Dude hat mir geile Packs eingepackt. Das muss man einfach so sagen. Aktuell hat Smith Toys eine unglaubliche Pokémon-Aktion. Ihr bekommt 3 Booster, müsst aber nur 2 bezahlen. Deutsche Booster, jedes dritte umsonst. Hört sich nach einem guten Deal an. Wir schauen uns das gemeinsam an. So, Freunde, ich bin gerade eben im Parkhaus angekommen. 3-für-2 Aktion auf alles, was ausgeschrieben ist. Und die Aktion geht bis zum 5.7., Freunde. Also, wenn ihr das seht, ich denke mal, am Sonntag kommt das Video online. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Online konnte ich nicht alles bestellen, weswegen wir jetzt hier vor Ort da sind und unser Glück versuchen. Ich schaue, dass ich ein bisschen was aufnehmen kann und da nehme ich euch natürlich mit. Geht jetzt nur auf die Booster und nicht auf die Top-Trainer-Boxen etc. Genau, nur bei den Titeln geht es. Bis zum 5.7. Ja, ich würde da gerne ein paar mitnehmen. Natürlich doch. Das können Sie dann sich schon mal 9 Stück rausnehmen. Dann hole ich mir hier 9 Stück. So, welche soll ich denn nehmen? 7 Booster umsonst. 7 umsonst? Genau. Das hört sich gut an. So, Freunde, wir waren äußerst erfolgreich. Die werden wir gleich daheim aufmachen. Aber ich bekam Post. Ich habe Karten gekauft. Die schaue ich mir jetzt mit euch zusammen an. Jetzt seht ihr es hoffentlich mit einem gezeichneten Lubak drauf. Die wunderschöne Pikachu Zekrom-Karte. Mega gut. Dann haben wir ein Gardevoir. Aber das ist ein Shiny Gardevoir, Freunde. Danach haben wir nochmal ein blaues Gardevoir. Auf Japanisch. Dann haben wir hier ein Gardevoir, aber mit einer anderen Farbe. Und noch ein Spaß beiseite. Und nochmal ein wunderschönes Zacian haben wir hier. 2-mal, 3-mal und 1-mal die andere Karte. Ihr seht, die Beleuchtung ist jetzt anders eingestellt, damit ihr das sehen könnt. Oh, oh, schaut euch das mal an. Mega gut, war für unter 10 Euro. Knalliger Schnapper. Jetzt machen wir uns auf, dann werden wir die ganzen Booster aufmachen. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt einen Hit mitnehmen oder nicht. Das waren offene Displays. Und das sind alle unsere Booster, Freunde. Und hier seht ihr es auch nochmal. Minus 33,53 Euro. Das ist schon mal ein riesen Batzen, der da wegfällt. Aber nichtsdestotrotz müssen die Packs jetzt gönnen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Booster. Silberne Sturmbinde. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da. Das supportet den Kanal, das sieht YouTube. Und das pusht auch mich als Creator, womit ich dann euch dann einfach besseren Content bieten kann. Okay, wir müssen aufpassen. Und dann profitieren wir alle davon. Wir machen 1, 2, 3 nach vorne. Pflanzenenergie, Stahlenergie. Und wir gehen rein im First Pack Magic, Freunde. Und ich merke gerade, ihr merkt das wahrscheinlich auch anhand dem Content, der jetzt in der letzten Zeit kam. Sommer Sales. 3-für-2 Aktionen, die Booster werden verramscht, kann man schon fast sagen. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich beschwere mich hier nicht. Hyopteryx und einmal Victini. Wir gehen rein mit Entwicklungen in Paldea. Wichtig, Freunde. Ihr merkt, hey, da fehlt ja verlorener Ursprung. Deswegen schaut ihr euch auch das Video natürlich ganz an, weil verlorener Ursprung ist zwar online angeboten, Finsternisenergie, aber vor Ort ging es leider nicht. Das wurde abkassiert. Da war die Aktion nicht mehr möglich. Das heißt, verlorener Ursprung könnt ihr wahrscheinlich online machen, aber online könnten die Booster ausverkauft sein. Zum Beispiel war Silberne Sturmwinde online komplett ausverkauft, weswegen ich dann jetzt dahin gefahren bin nach Wiesbaden. Vielleicht ist das nur in Wiesbaden so und bei jedem anderen Smith. Funktioniert das? Wir haben eine Goldkarte, wir haben eine Goldkarte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir starten direkt mit der Goldkarte. Die Aufnahme, die läuft und einmal Lexter, wie auch immer. Schaut euch das mal an. Ich habe noch zu ihm gesagt, er soll einfach random Booster rausholen. Er hat genau die richtigen Booster rausgeholt. Schaut euch diese Karte mal an. Wie geil ist das, Mann, Leute? Die nächste Goldkarte. Wir haben ja erst vor kurzem auf dem Zweitkanal, Spoiler, falls es noch nicht online kam, schon eine Goldkarte gezogen aus dem gleichen Set. Und okay, hier ist die Codekarte. Oh mein Gott, ich muss auch sagen, der Dude bei Smith, falls er das sieht, aber ich glaube nicht, sonst hätte er mich eventuell erkannt. Ich hatte auch den sehr Schleif-Hoodie an. Der war mega korrekt gewesen. Das merkt man hier irgendwie so die ersten paar Worte, wenn man mit jemandem quatscht, wie der so tickt. Und der war mega korrekt gewesen und er hat mir die richtigen Booster rausgesucht. Aber wir schauen mal. Ich hoffe, das bleibt nicht der einzige Hit. Das hat sich aber bis jetzt schon mal... Oh, oh, holographisch als V-Karte. Die sieht so gut aus. So eine geniale Karte. Schaut euch das mal an. Ein Hit
nach dem anderen, Freunde. Es ist so geil einfach. Wir machen weiter, Kamis in Purpur Base Set. Ich sage euch ehrlich, auf das freue ich mich heute am meisten. Da hatten wir schon sehr viel Glück gehabt. Pflanzenenergie. Und was möchte ich hier rausziehen? Ich hätte sehr, sehr Lust auf Kuraidon oder Miraidon. Einen haben wir von denen schon, deswegen den anderen. Aber auch eine Goldkarte wäre nice. Oder irgendwas anderes. Gardevoir haben wir ja auch schon gezogen. Schon mehr Spaß und... Oh mein Gott, nein! Ich nehme alles mit. Aber wir sind bis jetzt da schon gut dabei gewesen. Vielleicht die Trainer, die wären natürlich auch sehr nett. Puponcho, einmal Staralili und ein Pamo, Mamo, holographisch. Das ist okay. Wir haben heute einige Booster vor uns, Freunde. Und ich habe es bei der Fahrt hin mir mal ausgerechnet. Ich habe es mir mal ausgerechnet, das wäre dann pro Display ungefähr, ich glaube so, um die 120 Euro. Was mache ich gerade? 3 nach vorne. Pflanzenenergie, Feuerenergie, Freunde. Das wäre pro Display um die 120 Euro. Hatte ich mir kurz überlegt, also erst nachträglich überlegt, hey, was ist, wenn ich sage, ich nehme 36 Booster, bekomme ich dann das Display sealed. Aber die Sets, die sind eigentlich auf Card Market noch recht gut verfügbar. Deswegen habe ich es jetzt mal gelassen und wollte es. Oh mein Gott! Oh! Oh! Nein! Er hat mir die God Packs gegeben. Er hat mir die God Packs gegeben. Was ist das? Und hier habt ihr einmal den direkten Vergleich Japanisch und Deutsch. Und holy moly, zum Glück habe ich mir den nur auf Japanisch gekauft und nicht auf Deutsch. Und jetzt ziehen wir ihn. Das ist einer meiner Lieblingskarten aus dem Set. Ihr seht auch hier hinten links das Lugia am Fliegen. Und welche findet ihr besser, die japanische oder die deutsche? Ich sage euch ganz ehrlich, mir gefällt jetzt rein vom Artwork her die deutsche ein bisschen besser. Von den Farben her, von dem Kontrast, von der Sättigung. Das kannst du keinem erzählen. Wo waren wir denn jetzt? Hier, da geht's weiter. Das kannst du keinem erzählen. Das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Das war ja, ich muss auch sagen, Freunde, das war ja eine super spontane Aktion. Ich muss gerade für eine Uni Feuerenergie. Ich muss gerade für die Uni eine Hausarbeit machen. Dann habe ich den Deal spontan im Discord, Link in der Videobeschreibung, gesehen. Und ich dachte mir, komm, das machst du jetzt. Das ist geiler Content. Und ich denke, ihr findet das ganz cool, wenn ich rausgehe, so eine Art Vlog mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Befehl vom Boss, schon wieder, machen wir das mal so als kleinen Vlog. Gehen wir raus, bisschen Ablenkung, weil ich den ganzen Tag nur am Lernen bin, wenn ich kein Video aufnehme. Okay, schwarzer Code ist ein Hit und ihr merkt es richtig, wie verwirrt ich bin. Mal so, Wasserenergie und die Kirsche auf der Torte. Ihr könnt es euch denken, jetzt das Lugia. Wenn wir jetzt das Lugia ziehen, dann fahre ich jetzt zu dem hin und sage, ja, wobei, die machen in 4 Minuten zu, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dann, wenn ich das nächste Mal dort bin, dann schenke ich denen ein Pack. Simsala! Strahlendes Simsala nehme ich mit. Das ist so eine geile Karte. Und Dragoran holographisch. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Er hat mir die God Packs eingepackt. Wobei, ich muss sagen, silberne Sturmwinde, vielleicht habe ich es mit aufgenommen. Ich habe es eigentlich mit aufgenommen. Vielleicht habe ich es auch ins Video mit reingenommen. Da hat er gesagt, ich kann mir die Packs selber aussuchen, weil er die anderen Packs da vorbereitet hat, weil die waren alle in offenen Displays. Und ich sage euch ganz ehrlich, zum Glück, wirklich zum Glück, war verlorener Ursprung nicht mit dabei in der Aktion, weil ich habe deswegen auch mehr Packs geholt von den anderen Sets. Und da die Karten, die kleben hier gerade ein bisschen. Und das sind jetzt vielleicht die gewesen mit den dicken Hits, das weiß man nicht. Das ist Schicksal, Freunde. Glaubt ihr an Schicksal oder glaubt ihr nicht an Schicksal? Fukano, Nemila und ein Banette EX, das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Aber der hier, jetzt sehen wir die Sterne so gut wie gar nicht. Das ist so random. Jetzt ziehen wir einen Hit nach dem anderen. Ich bin gerade komplett geflasht. Aber ja, okay, wir haben eine weiße Codekarte. Aber dieses Booster kann auch eine Galeriekarte enthalten. Eine Galeriekarte wäre dann zum Beispiel... lasst mich kurz überlegen. Stahlenergie. Ich glaube Rayquaza. Rayquaza, genau. Vom letzten Mal, als wir bei Rossmann die Packs aufgemacht haben... Rayquaza VMAX Gold Alternativ oder die Rayquaza VMAX Trainergalerie. Die muss es sein. Sonst ist das halt leider kein Hitpack. Ein Pikachu nehmen wir einmal mit. FM, Togedemaru, aber so. So macht das richtig viel Spaß, Freunde. Die nächste alternative Karte. Ein Hit nach dem anderen. So macht das Spaß. Oh, ist das geil. Jedes Pack.
Es tut mir ja schon fast leid für die, die nachträglich kaufen wollen, aber die Displays, vielleicht sieht man es auch ein bisschen im Video, die Displays waren schon fast alle leer. Das waren quasi, da waren noch ein paar Packs übrig nach mir, aber da waren vielleicht noch 3-4 Packs übrig, das war's dann. Also es ist Schicksal. Ich habe die Packs geholt mit den Hits. Man hätte sogar sagen können, hey, ich möchte bitte von einem anderen Display, von einem neuen, aber ob die das machen vor Ort, glaube ich eher weniger. Aber ich will mich gar nicht beschweren, selbst wenn da nichts mehr drin ist. Es ist, glaube ich, das beste Vlog-Opening auf dem Kanal. Bisher das beste Vlog-Opening auf diesem Kanal. Und ja, silberne Stumme, damit machen wir weiter. Wir hatten zwar Celebrations mit Bisaflor und Glurak. Das war der Release, das Release-Opening. Da bin ich nach Frankfurt gedüst. Und das war sehr, sehr, sehr stressig, sage ich euch. Es war wirklich stressig. Allein das Parkhaus war ein Labyrinth, aber... Warte mal, was war das denn jetzt? Ah ja, genau. Das ist unglaublich. Okay. Aber es hat sich gelohnt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, 2 alternative Goldkarten, EX-Shiny-Karten. Ich glaube, das ist das beste Vlog. Ich nenne es Vlog-Opening, Freunde. Könnt gerne Vorschläge in die Kommentare machen, wie ihr das nennen würdet. Ich sage, das ist ein Vlog-Opening, kommt aber trotzdem in die normale Playlist für Openings. Unten Ariados, aber ich finde, das sieht sehr, sehr clean aus. Gefällt mir richtig gut. Wir gehen rein, Kamis in Purpur und es ist echt krass. Ich habe es jetzt euch schon 100-mal gesagt, aber wenn ich einen Kamis in Purpur Booster aufmache, Psychoenergie, es macht einfach Spaß. Ich freue mich richtig, einen Kamis in Purpur Booster aufzumachen. Das hat die Company richtig gut umgesetzt mit den ganzen Hits, mit den ganzen Galeriekarten, mit den Holokarten, die garantiert sind, mit Mastifioso, der garantiert ist, mit einmal Bacon, More Bacon, Salanga, Sonderbonbon und Koraidon, den hier meine ich. Den als Alternative, das wäre so unglaublich. Aber Freunde, ich will hier nicht noch sagen, wir sollten noch ein paar Hits mitnehmen. Wobei, wir haben noch einige Booster vor uns. Ich glaube, wir haben noch 6 oder 7 Packs haben wir noch vor uns. Deswegen, also bei 6 oder 7 Packs würde ich sagen, ist nicht so viel verlangt, noch eine seltene Karte mitzunehmen. Ob es eine Goldkarte ist, Full Art Rainbow, ja, Rainbow geht ja sogar tatsächlich. Oder eine Enigmara, eine Trainer Waifu. Numis Bros haben wir hier. Oh, wir haben die Fuente, die Ente, die ihre Haare fertig macht. So random und einmal Choreoge. Es entwertet, finde ich, auch gar nichts, weil es gibt auch Karten, die teuer sind in den Sets. Und dabei kann es auch bleiben. Okay, Entwicklungen in Paldea. Oh ne, ich glaube, das war gerade eben Entwicklungen in Paldea. Oh, ich glaube, wir hätten das es überspringen sollen. Eigentlich wäre jetzt lieber eine Sturmwinde dran, deswegen mache ich mal ein bisschen schneller. Libiskus, Muntier, Breziegel, Lokoko, Ritaugen, EX. Ich glaube, die Karte ist sogar richtig wertvoll, weil die aktuell in der Meta sehr, sehr spielstark ist. Nimmt man auf alle Fälle mit, sieht auch sehr, sehr, sehr gut aus. Und wir gehen rein, silberne Sturmwinde, das wäre jetzt eigentlich dran gewesen. Sehr, sehr schön. Es freut mich, Freunde, dass wir noch eine Galerie V gezogen haben. Wirklich klasse. Und Wasserenergie, komm, Lugia. Silberne Sturmwinde, ich glaube, das wird ein Set sein. Da wird man noch viel Spaß dran haben. Weil das noch... Das kam ja recht spät raus, deswegen ist es noch lange verfügbar. Und verschlaft das nicht, Freunde. Ist ein gutes Set. Vasili, das war, glaube ich, das erste oder zweite Bruchpack. Das fällt auf, übelst auf. Also mir zumindest. Wir gehen rein, Kamis in Purpur. Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was wir für Hits gezogen haben. Eine... Unlisted Leaf Energie, Carpador. Carpador wollen wir ja unbedingt in Entwicklung in Paldea ziehen, Freunde. Und wir haben ja noch was da. Vielleicht werden wir ihn da rausziehen. Pokémon-Fänger. Gröpok haben wir hier. Den Hyperball. Psyopatra. Tausch. Grimanzo. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Richtige Skyridge-Vibes. E-Serious Time. Das sieht so gut aus. Er gefällt mir und ich glaube sogar, das Dragonia aus dem 151-Set könnte sogar in der gleichen Stadt abspielen, weil das auch so ungefähr aussieht. Und ein Knattertox, einmal weg mit dir. Aber Grimanzo nehme ich sehr, sehr gerne an. Ich würde sagen, den lassen wir bis zum Schluss übrig, dass wir von jedem noch einen Star haben. Wir springen gleich rein zu silberne Sturmwinde. Aber ja, Freunde,
nutzt auf alle Fälle den Deal, wenn ihr auf die Booster Bock habt. Ich habe ihn ja vor Ort gefragt, es zählt nur für diese Booster und vor Ort hing auch sogar ein Schild aus. Das sollte man aber noch sehen bei der Aufnahme. Auf dem Schild waren nur silberne Sturmwinde, Entwicklungen in Paldea und Kamis in Purpur Base abgebildet. Das heißt, vor Ort gehen vielleicht überall nur diese drei Sets. Oh, wir haben wieder einen Hit. Wir haben wieder einen Hit. Was ist es? Ach komm, Calamanero ist okay, ist ein netter Hit und ein Fanaxis. Aber ja, Freunde, vor Ort geht das vielleicht bei jedem Smith. Ich will es euch nicht garantieren, aber wenn ihr online bestellt und ihr sagt euch, ich will nur verlorener Ursprung aufmachen, dann holt euch verlorener Ursprung. Vielleicht habt ihr Glück, die schicken euch sogar ein Display zu, wenn ihr 36 Booster holt. Online sollte es auf alle Fälle gehen, solange der Vorrat reicht. Die Aktion geht ja noch ein paar Tage bis zum 5. glaube ich. Aber ihr werdet es am Anfang vom Video eh gesehen haben. Und ich drücke euch gerne ganz fest die Daumen. Schreibt gerne, was ihr euch holen werdet. Und jetzt holen wir uns einen neuen Hit. Wir holen uns einen Felori und einmal einen Heraschei mit dem kleinen Fisch im Maul. Okay, Freunde. Das letzte Entwicklungen in Paldea Booster für heute. Und Carpador muss her. Carpador muss her. Ob jetzt groß oder klein, aber wir schauen mal. Einmal der Mario Mushroom, Voltrell, Forgita, Pamamo, genau, Hypnomorba, Gramchef, komm, bitte, Carpador, ihr seht's zuerst. Und, ein schönes Krokel, ist ein süßer. Und ich dachte eben, es ist ein dicker Hit. Es war kein Hit. Okay, letzte Pack, silberne Sturmwind. Und ich sag euch ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so viel silberne Sturmwinde aufmachen werden jetzt. Aber hey, ich nehme es mit. Vor allem nehme ich das. Lugia mit. Komm, Lugia V. Alternativ, das wäre so brutal. Es wäre so brutal einfach. Weberak haben wir hier. Aber ja, silberne Sturmwinde macht doch Spaß. Wir nehmen noch einen Wuffels mit. Top, top Ausbeute. Top, 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 top. Und ein Galopper holographisch. Doppelhit. Da kann man sich nicht beschweren. Aber wir gehen rein. Letzte Booster. Kamis in Purpur mit den drei Startern. Lasst gern ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Tut nicht weh, geht schnell und unterstützt mich. Damit kann ich besseren Content für euch umsetzen und auch noch mehr. Und schreibt auch gerne einen Kommentar. Wir gehen rein. Letzte Pack. Vielen Dank für euren Support schon mal im Voraus. Und wir haben einen Wummer. Okay, Freunde. Gruff. Egal, was hier drin ist. Der Dude hat mir geile Packs eingepackt, das muss man einfach so sagen. Fragunz, Grüppuk, Hyperball, komm, sollen wir es spannend machen? Das ist so ein Meme. Den wollte ich ziehen als Alternativ. Vielleicht haben wir ihn jetzt und einmal ein Knattox. Godpacks gegeben.